Ja, einen schönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Cut-Café. Ich glaube mittlerweile Cut-Café 53. Lassen Sie mich das schnell nochmal gegenchecken. 52, also nicht 53, sondern Cut-Café-Sitzung 52. Ja, was machen wir hier? Was hat es mit dem Cut-Café auf sich? Ein paar neue Namen sind dabei, deshalb erkläre ich das nochmal. Wir kommen alle 14 Tage hier zusammen und besprechen die Themen, die Ihnen am Herzen liegen rund ums CAD. Wir versuchen hier an der Hotline die Fälle, die an uns herangetragen werden, zusammenzufassen, zu sagen, das könnte auch für andere interessant sein und bringen das dann in diesem Format einfach alle 14 Tage mal zur Sprache. Hier geht es darum, dass wir uns einfach austauschen rund um das Thema CAD. Wenn wir als, ich sag mal, CAD-Fachleute die eine oder andere Frage nicht beantworten können, hoffen wir natürlich, dass diese Fragen entsprechend aus dem Publikum hier dann untereinander auch beantwortet werden können. Darum geht's. Einfach zusammenkommen ohne ein richtiges Konzept oder Vorbereitung. Letztlich deshalb Cut Café. Das ist entstanden im ersten Lockdown, wo wir dann die Kollegen vermisst haben und einfach nur mit den Kollegen zusammenkommen wollten und dann das Ganze ausgeweitet haben und mittlerweile sich in ein schönes Format hier entwickelt hat. Was wir mit dem Cut-Café auch machen, ist, wir zeichnen es auf und wir veröffentlichen das auf unserem Videokanal direkt auf YouTube. Wir versuchen auch die einzelnen Inhalte, die wir besprochen haben, immer mit den jeweiligen Minuten und Sekunden aufzuzeichnen und entsprechend zu kennzeichnen im Video-Link beziehungsweise direkt auf YouTube. Das heißt, Sie haben dann die Möglichkeit, direkt auf ein Thema zu springen und müssen nicht halt die halbe, dreiviertel Stunde, die wir immer hier so anvisieren, das soll auch nicht lange gehen, dass er halt direkt dorthin springen kann. Ich bin heute alleine. Der Grund ist, wir haben normalerweise bei uns nie Montag Schulung, aber aus irgendeinem Grund haben die Kollegen jetzt am heutigen Montag eine Schulung angesetzt, einen XCAD-2D-Kurs, der geht über 3 Tage. Und anschließend gibt es einen 3D-Kurs und nächste Woche gibt es BIM-Kurs. Deshalb hat das von den Terminen her nicht so reingepasst, hätten wir erst am Dienstag begonnen, dann hätte das mit dem 3D-Kurs und dem aufbauenden BIM-Kurs nicht geklappt. Deshalb bin ich heute alleine, Herr Trost und Frau Amruch sitzen im Nebenraum und machen die Schulung. So, was machen wir heute? Fragen. Herr Gispers, was haben Sie vorbereitet? Gar nichts. Aber ich kann zumindest eine gute Rückmeldung geben. Wir hatten ja letzte Woche oder vor 2 Wochen nochmal über die Probleme mit den IFC-Ableitungen gesprochen. Ja. Und in der 23204 scheinen die Probleme sich gebessert zu haben. Also Okay. damit konnte ich dann wieder Ableitungen machen. Wobei ich heute gesehen habe, dass da sogar jetzt schon die 23205 sogar schon draußen ist auf Deutsch. Wir haben Okay. innerhalb von 2 Wochen direkt nochmal nachgelegt. Ja, sehr guter Hinweis, vielen Dank. Die 23204, darauf hatten wir gewartet. Ich habe sie auch installiert. Und die 5er-Version habe ich noch nicht runtergeladen, nein. Hat auch den Eindruck, dass da wirklich das eine oder andere so ein bisschen instabil läuft. Deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass die halt sehr schnell jetzt diese Korrektur mit der 205 rausgeschickt haben. Muss ich gleich mal runterladen und testen. Okay, sehr gut. Weitere Hinweise, weitere Fragen? So, vergessen, Telefon auszuschalten. Jetzt mache ich es aber. Okay, komm, raus. Telefon ist aus. Gut, wenn Fragen einfallen, einfach reinrufen. Ich habe hier ein Thema hier aus unserer Hotline mal zusammengestellt. Das war auch schon mal Thema im Cut-Café, glaube ich. So. Dann zeichnet er das auf. Jawohl, zeichnet er auf. Ja, Thema war, was ist mit Blöcken und mit externen Referenzen und deren Layern? Ja, ich habe hier eine Zeichnung, eine Beispielzeichnung aus unserer Straßenplanung, spielt aber keine Rolle, woher es kommt. Letztlich habe ich hier eine
Ja, was ist das für ein Objekt? Wenn ich das hier anklicke, sehen wir hier im Eigenschaften-Dialog, ist es eine externe Referenz. Nennt sich Kataster-DWG. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Schraffuren ausschalten möchte, innerhalb meiner externen Referenz, genau so war das, glaube ich, ne? Wenn ich den Layer Schraffur von Gebäude in der externen Referenz ausschalten möchte, muss ich ja hier eben, wo sind meine Layer hier? Aber noch irgendwo die Layer, keine Ahnung, Paneele, Layer, Layer, da habe ich wahrscheinlich ausgeschaltet. Okay, packen wir das nochmal hier rein. Also bei den Layern, man erkennt das ja hier immer anhand der, ja, hier steht dann Kataster und dann so ein Pipe-Zeichen, so ein Senkrechtstrich, dann gibt es hier die Gebäude, dann gibt es hier Gebäudeschraffuren und so weiter. Das ist kein sehr gelungenes Beispiel jetzt hierfür, weil das einfach selbstredend ist. Das heißt, hier kann ich erkennen, im Kataster, in dieser externen Referenz, darunter oder da drin gibt es einen Layer, heißt dann Gebäudeschraffuren, kann ich entsprechend ausschalten. Nur, was wäre, wenn wir das nicht, wenn das vom Namen her einfach nur alphanumerisch aufgezählt wäre, dann hätten wir halt keine Möglichkeit. Wir müssten halt hier in irgendeiner Form doppelklicken, müssten dann sagen, ja, ich möchte ganz gerne mein Kataster-Geschichte bearbeiten. Jetzt bin ich in der Zeichnung, direkt in dieser Katasterzeichnung, könnte mir das dann hier anschauen und könnte das hier ausschalten, sagen oder den Layer ausschalten, könnte dann hier wieder sagen, Änderung speichern. Und dann wäre es ausgeschaltet. Jetzt war das an der Hotline eine Frage, wie kriegen wir das dann hin, dass wir dieses Element ausschalten können, ohne zu wissen, auf welchem Layer es liegt. Da gibt es hier eine Möglichkeit, und zwar kann man hier, glaube ich, also das Thema ist klar, wenn ich hier draufklicke, dann zeigt er, hey, das liegt auf diesem Layer externe Referenz, beziehungsweise das ist eine externe Referenz und liegt auf diesem Layer 0. Ja, wenn ich jetzt Layer 0 ausschalte bzw. friere, dann ist meine gesamte externe Referenz weg, aber ich möchte in der externen Referenz einen Layer ausgeschaltet haben oder mehrere Layer. Dazu kann man, hat mir Herr Trost dann erraten hier, sehen Sie, also dieses orangefarbene ist die Hervorhebung bei mir, normalerweise ist er gestrichelt bei Ihnen. Wenn ich jetzt die Steuerung-Taste gedrückt halte, dann klicke ich hier drauf und dann sehe ich hier, dass er mir diesen Layer bzw. dieses eine Element ausgewählt hat. Und jetzt kann ich hier im Layer-Dialog einfach sagen, Layer frieren. Okay, dann gehen wir nochmal, wir wiederholen das Ganze und sagen, also ohne einen Befehl aktiv zu haben, wenn ich da drauf gehe oder ohne die Steuerungstaste gedrückt zu halten, markiert er komplett alles. Wenn ich nur die Steuerungstaste gedrückt halte, dann kann ich das hier markieren. Jetzt hat er das markiert. Ich sehe leider jetzt nicht, hier zum Beispiel, es liegt immer noch auf dem Layer 0, hier oben in der Layerliste steht auch noch Layer 0 drin, aber wenn ich jetzt hier dieses Frieren-Symbol nehme, dann hat er das hier entsprechend auch direkt weggefroren. Ja, man sieht auch hier im Hintergrund, der macht das dann schon ordentlich. Ja, was sind das hier für Objekte? Hier haben wir irgendwelche Beschriftungen. Nein, haben wir nicht. Machen wir es nochmal. Steuerung-Taste gedrückt halten, gehen dann auf irgendeine Kante, irgendeine Linie und sagen, alles, was sich auf diesem Layer befindet, soll entsprechend ausgeschaltet werden. Okay. Kennt das jemand? Nutzt das jemand? Ich glaube, das Gleiche gilt auch für Blöcke. Also wenn Sie nicht nur eine externe Referenz, sondern einen Block haben und innerhalb dieses Blockes sich mehrere Layer befinden, dann können Sie das ebenfalls mit der Steuerung-Taste letztlich, was darunter liegt, entsprechend auswählen. Kann das jemand gebrauchen? Das auf jeden Fall, das kannte ich tatsächlich noch nicht. Okay. Also, Hallo Aschmann, und sorry, fürs zu spät kommen. Der Computer hat gesponnen. Kennen wir sehr gut. Ich auch. Ich musste am Anfang jetzt von einem anderen Rechner, wo ich einen kleinen Monitor habe, auf den umspringen. Weil der kleine Monitor auch irgendwie. Was war denn jetzt das Thema? Thema war, vielleicht nochmal zur Wiederholung, Frau Bammer, es ist ja so, wir haben jetzt hier eine externe Referenz. Und diese externe Referenz sind untergeordnete Layer, ne, wie zum Beispiel die Schraffur und so weiter. Hm. Und wenn ich jetzt einen Layer in der externen Referenz oder in einem Block ausschalten möchte, aber den Namen des Layers nicht kenne, muss ich vorher die Steuerung-Taste gedrückt halten, dann zeige ich auf ein Objekt,
Ja, jetzt hat er in der externen Referenz nur das hier markiert. Okay. Dann klicke ich auf Frieren, dann friert alle Schraffuren oder nochmal Steuerung-Taste drücken, jetzt gehe ich auf die Gebäude und dann sage ich, hey, friere mir mein Gebäude, dann hat er alles dort an der Stelle gefroren. Das ist und cool. Kann ich auch ablesen, in welcher Layer das ist? Das war das Thema. Vielleicht gibt es irgendeinen Hinweis darauf, aber normalerweise ist es ja so, wenn ich hier zum Beispiel auf diesen Rand hier klicke, fragt er, das liegt noch viel. Aber wenn ich jetzt in meine externe Referenz mit Steuerung auf irgendeine Kante klicke, dann zeigt er mir den Einfüge-Layer an, ne, auch hier im Eigenschaften-Dialog. Könnte man das irgendwo sonst sehen? Nein, schalten wir mal hier die Rollover-Tipps aus. Vielleicht macht er das dort. Eine Sekunde. Ja, das ist doch cool hier. Haben wir noch schon wieder was Neues gelernt hier. Bei den Rollover-Tipps hier unten, RT, können Sie ja letztlich, wenn Sie irgendwo draufgehen, sehen Sie sofort auf, was ist das für ein Objekt, eine 2D-Pol-Linie, was von der Farbe, Länge und so weiter. Und bei den externen Referenzen, jetzt gehe ich hier ohne Steuerung-Taste drauf, dann zeigt er mir jetzt nur Layer 0 an. Ist klar? Dort zusammengepackt. Wenn ich jetzt Steuerung-Taste drücke, hier drauf gehe, dann zeigt er mir jetzt nochmal, Steuerung-Taste gedrückt halten, draufgehen, dann sehe ich auch, na komm, schon da drauf. Ja, ein Layer. Das da und dann könnte man das entsprechend dort wieder ausschalten. Also doch. Brauche ich doch viel. Perfekt. Okay. Ja, in diesem Zusammenhang, das mit der Steuerung-Taste, das hatten wir mal gewusst, aber dadurch, dass wir das nicht jeden Tag anwenden, ist es wieder verloren gegangen. Ich hatte aber ein anderes Tool im Auge, als dann diese Hotline-Fall dann kam. Ich mache es hier nochmal rückgängig, sodass wir da irgendwas zum Ausschalten haben. Wir haben ein Tool, was sich hier Layer Tools nennt. Diese Layer Tools können wir finden. Sieht man jetzt eigentlich meinen Explorer hier? Xsys.com. Internet. Ja, Internet sehen Sie jetzt, ja genau. Xsys.com. Das ist ja die Herstellerseite von BricsCAD und dann gehen Sie hier normalerweise auf, erst muss man alles akzeptieren, dann muss man hier auf Deutsch stellen, damit wir die Sprache verstehen. Und hier unter BricsCAD gibt es einen Anwendungskatalog. Da sind ja die einzelnen Aufsätze auf BricsCAD, die es gibt. Und hier gibt es eine nette Kategorie, die heißt hier kostenlos. Und hier, das, was ich Ihnen zeige, dieses Tool, was ich Ihnen jetzt hier zeige, nennt sich BCAD Tools Freeware. Diese BCAD Tools, die werden ja zur Verfügung gestellt, kostenlos von Herrn Thorsten Moses. Ist ein bekannter Programmierer für Lisp und ich glaube auch der Hauptverantwortliche für Lisp bei BricsCAD selbst. Das ist eine kleine Routine, kann dann von BricsCAD 11 bis 23 angewandt werden. Und was macht dieses Tool? Lass uns das mal gemeinsam angucken. Normalerweise, aber es hat erstmal jetzt mit den externen Referenzen nichts zu tun. Das ist erstmal ein Tool, was sich halt nach der Installation einfach frei verschieben lässt. Und auf Wunsch auch auf Auto-Minimieren. Das ist auch eine ganz nette Funktion, glaube ich. Erst wenn ich mit der Maus draufgehe, dann geht's auf. Wenn ich Auto-Minimieren wieder ausschalte jetzt für die Cut-Kaffee-Sitzung, dann ist es halt permanent da. Was kann ich hiermit machen? Alle Layer einschalten, alle Layer tauen, alle Layer entsperren, hier oben. Oder ich kann einen Layer aktuell setzen, ich kann einen Layer ausschalten oder frieren. Ich will Ihnen einfach mal die Funktionsweise zeigen, warum ich das Ding hier mag. Ich gehe hier auf Ausschalten, klicke hier auf meine Stationslinien und bestätige, dann hat er alle Stationslinien ausgeschaltet. Dann schalte ich hier aus meine Beschriftung für meine Busbuch. Dann schalte ich im nächsten Schritt nochmal meine Fahrspuren hier aus, ist egal auf was. Sie sehen, zum einen kann ich grafisch hier einzelne Elemente direkt draufklicken, ausschalten. Und die Magie steckt hier unter diesem Schalter hier. Sehen Sie, das ist Restaurieren. Das heißt, den vorherigen Leerzustand, den Sie erstmal kommen wie aber Markierungen, dann kommt meine Beschriftung hier von meiner Busbucht und dann kommen hier auch meine Elemente wieder zurück. Bei der normalen Arbeit hier mit diesen Layer-Geschichten, dann gehe ich jetzt hin, kann dann sagen, ich schalte das hier aus, dann schalte ich das hier aus, dann schalte ich das hier aus, mache irgendetwas, aber dann möchte ich den vorherigen Zustand wieder haben. Ja?
Und wenn ich mir das nicht gemerkt habe, was habe ich wieder ausgeschaltet gehabt, damit ich das wieder einschalten kann, habe ich ja nur noch die Option zu sagen, schalte alle ein. Aber wenn ich dann mühsam einige wieder ausgeklammert hatte, dann kommen die wieder. Deshalb, schauen Sie, kann ich jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt einzeln ausgewählt, ich kann aber auch mehrere hintereinander weg auswählen, sagen all die, das hier zum Beispiel, ohne zu wissen, auf welchem Layer die liegen, kann ich einfach schalten, hey, ich schalte sie aus, dann sind sie weg, oder wieder restaurieren. Das hier greift nicht so sehr in die BricsCAD, in die DWG-Struktur ein, so stelle ich mir das vor. Es ist letztlich, drückt für Sie auf diese Lämpchen hier oder auf diese Frieren-Symbole oder auf diese Sperren-Entsperren-Symbole. Es hilft uns, schneller hier eine Auswahl vorzunehmen. Was es auch macht, ist, glaube ich, ich kann hier sagen, nicht gewählte Layer und dann sage ich frieren. Nicht gewählte Layer frieren und klicke mal hier drauf und bestätige. Und dann sehen Sie, er hat jetzt alles gefroren. Man sieht das auch hier an diesen Frieren-Symbolen. Außer dem Layer, den ich ausgewählt habe, kann wieder restaurieren. Wieder nicht gewählte Layer frieren. Und jetzt wähle ich mal das hier aus. Die Beschriftung möchte ich nicht frieren und ich möchte hier die Fahrspuren nicht frieren. Und dann sehen Sie, dass er jetzt alle drei Layer, die ich ausgewählt habe, nicht friert und den Rest entsprechend friert. So, das ist restaurieren. Finde ich ein nettes Tool, können Sie gerne einsetzen. Sperren, entsperren, kopieren. Ja, kopieren habe ich lange nicht genutzt. Was macht denn dieses Kopieren? Kopieren-Layer. Versuchen wir es mal. Kreis, wir zeichnen einen Kreis. Wo liegt denn das drauf? Liegt auf dem Layer 0. Dann gehe ich hier auf Kopieren. Dann sagt er Objekte, gewählte Elemente. Kopieren gewählte Elemente auf, Objekte wählen. Dann wähle ich hier meine Objekte, bestätige. Und dann sagt er Ziellayer. Dann lege ich das mal hier auf diesen Layer, bestätige das Ganze. Hat er das? Ja, schiebe das mal weg. Ja, also lag er vorher auf dem Layer. Ja, die Farbe ist halt, meine Hervorhebefarbe ist orange, deshalb ist es ein bisschen irritierend. Also es liegt auf dem Layer 0. Wenn ich sage, kopiere mir das, dann fragt er, welche Elemente, dann klicke ich die Elemente an, die kopiert werden sollen. Und dann fragt er mich nach einem Ziellayer, auf den es kopiert werden soll. Und ich hatte eben diese orangefarbene Abtragsgeschichte gewählt, hier, oder diese erdfarbene. Und dann hat er das da drauf kopiert. Machen wir es nochmal, damit das passt. Ich sage, kopiere alle Elemente und dann lege ich das mal auf, ja, hier so ein grünen Layer. Und dann hat er das jetzt hier. Mal sehen Sie, ob das. Ich schiebe es mir weg. Kopieren bedeutet natürlich an Ort und Stelle exakt eine Kopie erstellen, nur auf einem anderen Layer. Okay? Ja, kann auch helfen. Es gibt ja auch einen Befehl in BricsCAD. Copy to 2. Copy to Layer heißt der, glaube ich. Ne? Copy to Layer, das hatten wir auch mal in der CAD-Kaffeesitzung. Und dann können Sie das auch kopieren, aber mit diesem Tool können Sie einfach grafisch sagen, all diese Elemente, egal auf welchem Layer die liegen, sollst du bitte eine Kopie erstellen auf diesem gezeigten Layer. Finde ich ganz nett. So, das ist das. Aber warum sind wir eigentlich auf dieses, auf diesen Layer-Tools von WCAD Tools gekommen? Weil wir hier auch die verschachtelten Layer, wie in einer externen Referenz oder wie in einem Block, ebenfalls ausschalten wollten. Und schauen Sie, wie das hier funktioniert. Ich gehe jetzt hier auf Frier. Ich mache es mal anders. Wir legen irgendeinen neuen Layer als aktuell an. Aktuelle Layer ist Achse, das heißt, mein Layer 0 ist nicht aktuell. Das heißt, ich gehe jetzt auf Frieren, klicke auf eine Schraffur. Sie sehen, er markiert jetzt alles. Bestätige, dann ist meine gesamte externe Referenz komplett gefroren. Okay, warum? Weil er so den Layer 0 entsprechend friert, da wo das Objekt in Gänze drauf liegt. Wenn ich aber auf Frieren gehe und die Befehlszeile lese, dann sagt er hier, Objekt zu Layerbestimmung wählen oder Enter für, wo steht denn das, Frieren gewählte Objekte oder Subelement. Wenn ich jetzt hier Enter drücke, dann kann ich ein Subelement, also ein
verschachtelten oder in eine externe Referenz oder in einen Block eingebauten Layer auswählen. Dann wähle ich das hier aus und bestätige sie. Dann hat er das hier gefroren. Dann sagen wir hier nochmal frieren. Enter drücken. Also wenn ich direkt ein Objekt auswähle, dann nimmt er den Standard-Layer, wo es eingefügt wurde. Wenn ich Enter drücke, dann kann ich die Sublayer auswählen, wie zum Beispiel hier das hier. Ja, keine Ahnung, noch eine Katastergrenze hier. Dann sehen Sie, dass er hier im Hintergrund dann viele Sachen entsprechend direkt schon mit gefroren hat. Und auch das ist schön, zu sagen, restaurieren, dann kommt erstmal der vorherige Schritt und dann der erste Schritt bekommen wir dann direkt dargestellt. Frau Bulling, sagen Sie was. Also mir macht das, genau, mir macht das Frieren von einzelnen Layern in externe Referenzen mit einem normalen Layer frieren, und zwar indem ihr in die Einstellungen gegangen. Wenn ich den Befehl Layer frieren anwähle, dann bringt er mir immer, dass ich Einstellungen wählen kann. Da tippe ich nachher E für Einstellungen. Dann mache ich Blockauswahl. Und dann, ich glaube, Objekt. Und nachher tut er mir auch nur den Layer wählen, frieren. Ah, okay. Das ist ja die gleiche Vorgehensweise dann wie mit der Steuerung. Genau. Danke, den genau. Nochmal rückgängig. Ja, genau. Eigentlich so machen wir es immer. Ich finde es eigentlich auch nicht schlecht. Dann muss ich mir die Steuerung-Taste merken. Oh. Einstellungen und dann sagen wir Blockauswahl, Objekt. Und dann im Block wählen wir halt ein Objekt aus, wie zum Beispiel den hier. Ja, dann genau. Das ist, wenn ich die Kante auswähle, auch. Ne? Sehr schön. Und man hier Schritt für Schritt. Und er sagt auch, welchen Layer er friert. Und da dran dann immer. Unten in der Statuszeile macht er das auch, ja. Okay. Genau. So, vielen Dank für den Hinweis. Ja. Also es gibt viele Wege. Ja, bitte. Oben führen, machen wir es nochmal rückgängig. Okay, dann hat er das hier alles wieder getaut. Ja, okay. Jörg, Sie hatten schon gesagt, ich muss alle Cookies annehmen. Warum muss ich immer alle Cookies annehmen? Von Cookies nichts gesprochen? Vorhin. Am Anfang von diesem Thema. Im Internet reingehen, wo Brickscat drin ist und dann auf Cookies annehmen. So, ja, das ist ja typisch, ne? Das ist ja Standard, das hat ja mit dem nichts zu tun. Die Seite von Brixis allgemein, die erlaubt es nicht, dass Sie da weitermachen, ohne die Cookies Standardeinstellung zu übernehmen. Ansonsten kommen Sie nicht weiter, das sind halt typische Webseitengeschichten, die sagen dann, okay, danke. Dann unsere Bedingungen und wenn nicht, dann kommst du nicht weiter, ja. Die Idee dort an der Stelle. Okay. Was gibt es denn hier noch? Anzeigen. Was war denn hier? Elemente anzeigen. Anzeigen. Oh, okay. Ja, was hat mit Einzeigen hier zu tun? Man kann hier sagen, okay, zeig mir mal alles an, was sich auf diesem Layer befindet. Bestätige das Ganze. Dann sagt er hier kurz, ja, das sind die Elemente, die sich auf diesem Layer befinden. Löschen auch ganz nett, dann löschen Sie halt alle Objekte, die sich auf diesem Layer befinden. Hier, das war auch nochmal eine schöne Geschichte. Normalerweise ist ja so, dass Sie Objekte Vordergrund, Hintergrund für das Drucken letztlich ja steuern können, objektweise. Ja, normalerweise ist es halt immer so, wenn ich sage, das hier soll jetzt im Vordergrund, dann muss ich ja irgendwie sagen, hey, du bist, wie ist denn der Befehl hierfür? Werkzeugkästen, Brickscat, Zeichenreihenfolge heißt, glaube ich. Wieder mehr. Zeichenreihenfolge, das ist ja dieses Tool. Und dann kann ich ja irgendwie sagen, okay, du Objekt, du bist ganz im Hintergrund oder du bist ganz im Vordergrund, aber ich sage immer Objekt, man sagt immer hier, dieses Objekt soll. Und wenn ich sage, ich möchte ganz gerne einen kompletten Layer, dann kann ich sagen, okay, in den Vordergrund, wähle ein Element aus, bestätige, dann würde er hier komplett alles durchsuchen auf diesem Layer Höhenplanauftrag und alle Objekte, die sich auf diesem Layer befinden, setzt es ganz in den Vordergrund oder hier mit dieser Funktion
ganz in den Hintergrund. Ja, auch vielleicht ganz nett, nicht nur objektorientiert, sondern auch layerorientiert die Zeichenreihenfolge hier verändern zu können. Ist es temporär oder dauerhaft? Das ist dauerhaft. Das ist wie wenn Sie hier sagen, ich möchte ganz gerne das hier in den Hintergrund, das hier in den Hintergrund, das hier in den Hintergrund, das hier in den Hintergrund. Das wird ja auch dann sozusagen dauerhaft in der DWG gespeichert. Und genau das macht er halt in Gänze in einem Rutsch für Sie. Ist letztlich dauerhaft bis zum nächsten Mal, wo Sie dann die Zeichnung öffnen und sagen, jetzt möchte ich das andersrum haben, dann geht das natürlich auch. Und wie lege ich einen Layer komplett, Objekte weiß ich jetzt, Zeichenreihenfolge, und wie lege ich jetzt komplett einen Layer in den Hintergrund? Hier in dieser Funktion nur, ne? Ach, nur dort, nicht im normalen BricsCAD. Es sei denn, es gibt hier Widersprüche. Ich glaube, es geht nur objektweise. Natürlich, was Sie machen können, ist zu sagen, okay, hier ähnliche Elemente wählen, ja, ähnliche Elemente. Dann hat er hier alles gewählt, was ähnlich ist, okay, mit diesem ähnlich. Und dann kann ich sagen, in den Hintergrund. Ja, das geht auch. Um das zu zeigen, machen wir es nochmal in den Vordergrund, glaube ich. Ähnliche Elemente, wähle das hier aus, bestätige, dann hat er alles. Und wo ist mein Vordergrund? Das hier in den Vordergrund. Ja, das funktioniert auch. Allerdings, ja, das funktioniert jetzt deshalb, weil ich alle Schraffurobjekte in den Vordergrund lege, die sich auf diesem Layer befinden. Hätten wir Schraffurobjekte auf diesem Layer, hätten wir Beschriftungsobjekte auch auf diesem Layer. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber grundsätzlich müsste man das dann mehrmals hier mit dem puren BricsCAD machen. Und hier kann ich dann sagen, okay, in den Vordergrund bist du, ja, dann egal welchen Objekttyps, und alle Layer würde jetzt in den Vordergrund oder alle Objekte, die sich auf diesen Layern befinden, entsprechend in den Vordergrund bringen. Ähnlich, das kommt ja noch im Juli. Aber kann ich mir ähnlich nicht sagen, ähnlich ist alles, was auf diesem Layer liegt? Ja, können Sie natürlich auch machen, glaube ich, ähnliches. Ne? Ich sage hier ähnliches wählen. Dann gehe ich hier auf Einstellungen. Und bei den Einstellungen kann ich dann auch sagen, glaube ich, hier das hier weg. Layer. Das nur auf diesem Layer, aber jetzt muss ich schauen, dass ich auf diesem Layer hier nochmal ein, ja, was machen wir, eine Linie. Ich zeichne nochmal eine Linie hier kreuz darüber. Und das liegt auf dem Layer auf, so wie jetzt. Okay. Ja, wie kriegen wir das denn raus? Machen wir es mal hier blau. Es liegt auf dem Layer und jetzt setze ich alle ähnliche wählen hier. Ja, sehen Sie, das hier wählt er nicht mit aus. Kriegen wir das dann hin? Ähnliche wählen, Einstellung, kann man das auch ausschalten hier? Ja gut, leer muss es ja sein, sonst macht er das ja nicht. Objektstil kann ich noch auswählen. Nee, macht er nicht. Mhm. Kann uns hier jemand helfen? Kennt jemand eine Antwort? Wenn ich sage, ähnliche wählen, hier zum Beispiel auf diesem Layer und hier auch auf diesem Layer, einmal haben wir als Objekt Schraffur, einmal als Objekt Linie, dass ich sie mit ähnlichem wählen hier, muss ich dann mehrere vielleicht auswählen? Ja, das ist aber Quatsch. So, macht er das jetzt. Ähnliches Wählen wie das und das. Ja, man muss alle Typen markieren, ja, sonst macht er das nicht. Wenn ich nur das hier markiere, dann hat er in dem Auswahlsatz bei ähnliche Wählen nur die Schraffurobjekte. Wenn ich Schraffurobjekte und Linienobjekte auswähle, dann versucht er, alles, was ähnlich ist, hier an dieser Stelle auszuwählen. Und wenn man die Linie auswählt, nimmt er dann die Schraffur mit, dass die Linie vielleicht höherrangig ist wie die Schraffur. Also, Test geht schneller als überlegen. Ja, klick den hier auf, bestätige. Na, dann nee. Das sind nur die Linienobjekte. Also ich muss tatsächlich bei ähnliche wählen, sagen, einmal ähnliche wie das. Im gleichen Rutsch kann ich auch sagen, ähnliche wie das, bestätige, dann macht er das. Ja. Aber ich muss beide Objekt übergeordnet Objekttypen. Okay.
So, ich habe Ihnen gezeigt, wo Sie es finden. Ich habe Ihnen gezeigt, ja, bei der Installation, ich habe es eben nochmal auf dem anderen Rechner versucht zu installieren. Da kommt ein Hinweis von Windows und sagt, okay, du, ich kenne den Hersteller nicht. Du hast diese Routine aus dem Internet. Willst du das wirklich ausführen? Und wie gesagt, ich kenne Herrn Moses. Ich kenne das Tool schon seit 30 Jahren. Und sollte eigentlich funktionieren. Da müssen Sie trotzdem ausführen klicken, ohne Gewähr. Dann installiert er das hier direkt auch in die WXCAD-Oberfläche mit. Okay, das war das Thema mit den Layern, mit Layer einschalten, ausschalten in einem Block oder in eine externe Referenz. Sonstige Fragen, sonstige Wünsche, sonstige Punkte? Also wenn niemand was hat, ich habe zum Beispiel in 4-Action-Bashot, da einen Deckel hat. Und da ist in den 4-Action-Bashot drin. Und ich kriege die Flächen, kann ich nicht anwählen. Da nur die Flächen von außen, die Zwischenflächen nicht. Ich beschreibe es mal wie ein Bashot. In dem 4-Action-Bashot ist ein Quarter drin zum Beispiel. Und es sind immer nur Millimeter Abstand. Okay, also. Der Becher hat ja innen und außen, da ist ja hohl und hat aber einen Boden. Natürlich erstmal in die Modellierung zu gehen und lassen wir das mal umschalten. Sonst kann ich auch meinen Bildschirm teilen. Ja, geht vielleicht schneller, dann teilen Sie mal hier ein Bildschirmprogramm. Ja, sagst du mir einfach nur, wie das geht. In der Zoom-Leiste haben Sie Bildschirm freigeben. Genau. Dies wird ein Screenshot verhindern. Dies wird das Screen. Ja, geht doch mal einfach für Bildschirm 2 freigeben. Das ist es natürlich nicht. Ja. Ich habe hier, Moment, so, das ist jetzt das eingewählt. Das kann ich jetzt, hier, die Fläche. Und die kriege ich, aber ich kriege nicht die kleine. Egal, wie ich das Ding drehe. Auch mit Shift nicht. Shift auch nicht. Mit Tab. Nein. Tab. Gehen Sie mal drauf. Tabulator-Taste drücken. Nochmal Tabulator. Nee. Also einfach in diese Fläche, in diese schräge Fläche und dann immer die Tab-Taste gedrückt halten. Gedrückt. Einmal drücken. Ich drücke. Nochmal drücken. Drücken und loslassen. Das habe ich, mache ich. Okay. So. Warum? Guck mal, das sind aber dieser Volumenkörper, genau, wie es sein muss. Okay, also ich übernehme nochmal hier Bildschirm freigeben, Teil des Bildschirms, dann kann ich das vielleicht hier zeigen. Also ich zeichne ein Quader, okay? Und dieser Quader hat eine schöne Farbe, ist grün. Dann gehe ich hier auf Modellieren. Ja, dann ist er grün. Mhm. Dann machen wir noch einen Quader. So. Der ist rot. Bei so großen Unterschieden geht das. Nur bei den kleinen Unterschieden geht es nicht. Also es muss immer funktionieren. So. Also, wie kriege ich denn das hier? Schieb das hier mal von hier in diese Ecke. Ne? Okay, dann haben wir das hier und dann mit dem Quad kann ich dann sagen, du Objekt, dich möchte ich da drin haben und dich möchte ich da drin haben. Ne? Dann ist jetzt mein Objekt da weg. Mhm. Im Röntgenmodus, dann sehe ich natürlich das hier. Und schauen Sie, wenn ich eine Fläche auswählen möchte, dann hat er erstmal, also man muss erstmal auf die Flächenauswahl hier oben natürlich gehen, dann ist diese Fläche. Und wenn ich hier auf das hier zeige und die Tab-Taste drücke, ja, dann sehen Sie. Ja, aber ja, weil das viel groß ist, aber ich habe ja nur mit Millimeter Unterschied. Okay, machen wir es kleiner, war ja, okay, 0.001, so. Nee, ja, die Unterschiede sind fast wie viel?
Generell muss es auch so funktionieren. Ja. Wie eine dünne Wand ist das ja nur. Ja, wenn ich sage, von hier aus 0.001. So. Ist trotzdem noch großer Unterschied. Wieso ist das ein großer Unterschied? Zwischen dem roten und dem grünen Körper ist ein großer Abstand. Bei mir sind ja dann nur, ist ja nur ein Millimeter Abstand zwischen dem Körper. Hier, schauen Sie, bei mir ist jetzt weniger als ein Millimeter. Ich habe es ja dann ein Tausendstel runterskaliert. Mhm. Probieren wir es nochmal hier drauf. Abtaste. Da findet die hier. Aber da findet die nicht. Müssen wir uns mal bei Ihrem Objekt angucken. Was haben Sie denn hier für ein Stil? Moment, muss ich Sie zuerst mal... wo finden ich das jetzt? Oder Escape? Hier unten beim visuellen... Nee, ich sehe es ja nicht. Ich sehe ja Ihren Bildschirm. Ach so. Müssen Sie unten auf BricsCAD gehen dann? Ja, ich habe es auf meinem Bildschirm gelegt. Unten habe ich... Wurden unten... Jetzt visueller Stil hier oben. Ein visueller Stil, das ist das Rechte, ne? Ach, das ist Graustufen. Probieren wir es mal, was damit zusammenhängt, in Graustufen. Und dann muss ich natürlich hier... Ich habe es aber ein bisschen durchsichtig gemacht, die Graustufen. Ja, Sie sehen auch bei mir Graustufen. Ja. Muss es funktionieren. Ich kann Ihnen ja die Datei, das Objekt mir schicken. Ja, machen Sie mal. Herr Gispers, haben Sie da eine Idee? Kennen Sie sich da aus, den 3D-Objekten? Ich hätte jetzt die gleiche Meinung gehabt wie Sie, dass es mit der Tabulator-Taste eigentlich funktionieren müsste. Okay. Frau Baume, schicken Sie mir die Zeichnung mal zu, dann klicke ich das durch und dann schaue ich, ob das hier bei mir funktioniert. Muss klappen. Mhm. Ja, wenn etwas grundsätzlich ja nie nicht so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen oder vorgestellt haben, ist ja unser Geheimtipp hier immer, die Zeichnung zu prüfen. Ne? Datei, dann sehen wir Zeichnung, Hilfsmittel, aber das ist jetzt auch hier verschwunden. Heißt einfach Prüfung, glaube ich, oder? Prüfung, genau, in der Befehlszeile Prüfung eingeben und dann mal Enter drücken, gucken, ob er irgendwelche Fehler findet. Und wenn er Fehler findet, dann natürlich sagen hier, ja, behebt die Fehler. Das muss funktionieren. Diese Tabulatorauswahl ist natürlich elementar. Ansonsten kann man ja die Objekte, die hinter einer Fläche liegen, gar nicht auswählen. Deshalb muss es funktionieren. Okay. Dann haben wir 15.41 Uhr, würde ich sagen. Lassen wir es heute dabei. Ansonsten kriegen wir Ärger. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Ich versuche es so schnell wie möglich online zu stellen. Und wenn Sie zwischendrin natürlich auch noch Fragen haben, Ideen haben für die CAD-Café-Sitzung in 14 Tagen. Also es war eine Weile, da stand im CAD-Café immer drin, was der Inhalt war. Zum Beispiel das mit den Layer, mit dem Tool oder was er alles erklärt haben. Das wäre schön, wenn das wieder in nicht nur Nummer 52, sondern wenn das wieder drin stand. Das ist mittlerweile drin. Warten Sie, das ist ja hier unter belowsoftware.de. Haben wir hier in diesem Bereich CAD-Café, haben wir Mediathek, ja. Und in der Mediathek steht hier zum Beispiel drin, wir brauchen ein bisschen Zeit, schauen Sie hier. Ah, das dort unten. Das ist leider nur Text, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Video öffne und, das macht er natürlich irgendwie eine Werbung, glaube ich, oder? Was möchte. Das Video läuft jetzt. Ja, und dann sehen Sie hier perfekt, genau das habe ich vermisst. Auf die Minuten klicken. Bei den ersten haben wir es nicht drin, aber aktuell packen wir es nur noch mit den jeweiligen Grafikangaben oder Zeitangaben. Okay, dann perfekt. Haben Sie vielen Dank. Mail habe ich Ihnen geschickt. Mail für? Ja, mit der Datei. Okay, perfekt. Das ging ja schnell. Dann schaue ich mir das an. Okay. Herzlichen Dank, Frau Bamme. Herzlichen Dank auch an alle anderen Teilnehmer. Wir sehen uns in 14 Tagen mit vielen weiteren Fragen von Ihnen, Anregungen von Ihnen. Freue mich. Und bis dorthin. Bleiben Sie gesund. Darf ich Ihnen die Mail, die Datei dann noch unter 4 Uhren erklären? Ja, natürlich. Aber wir müssen hier raus, weil es auch... Ja. Soll ich anrufen nochmal? Ja, rufen Sie nochmal an. Okay, bis gleich. Adieu. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.